Wenn du jetzt im Jugendbereich an viele Spielerinnen denkst und dann in mehreren Gruppen auf dem Feld parallel trainierst, dann kommt natürlich schnell vielleicht so ein Vorwurf, die sind technisch nicht so gut ausgebildet, die, wenn du nicht immer daneben stehst und nicht ständig korrigieren kannst. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Gibt sich das? Legt sich das? Kommt die Technik trotzdem? Ich denke, das Wichtigste, und das ist auch schon mit Jugendspielern erreichbar, ab U14, U13 vielleicht, wenn sie im Kopf schon weit sind, ist, dass die Spieler verstehen, dass ich ihnen die Technik nicht beibringen kann. Ja, ich kann ihnen helfen, sie zu lernen. Natürlich erzähle ich ihnen die Knotenpunkte und all das. Was die Spieler lernen müssen, ist, dass sie selbstständig für sich trainieren müssen. Ja, dass ich ihnen nur sagen kann, woran sie arbeiten müssen. Natürlich kann ich ihnen zwingende Übungen geben und all das. Aber sie müssen zu dem Punkt kommen, wo sie selbst merken, okay, ich versuche jetzt mal darauf zu achten, wo sind denn meine Finger beim Pritschen? Und wenn ich selbst darauf achte, dann irgendwann kommt dann bei vielen Spielern so dieser Aha-Effekt, ah ja, hey, ich habe es gemerkt. Und dann ist meine erste Reaktion immer darauf, ja, du hast es gemerkt, das hat noch nicht geklappt. Aber das Wichtige ist, wenn du es selbst merkst, dann kannst du auch selbst daran arbeiten, ohne mich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir als Trainer die Spieler nicht abhängig von uns Trainern machen, sondern die Spieler früh daran heranführen, dass sie für sich das arbeiten. Und deswegen, wenn ich die Spieler dann mal so weit habe, und natürlich, das ist nicht mit jeder Jugendmannschaft möglich, und es gibt auch Spieler, bei denen ist es auch mit Mitte 20 noch nicht möglich, aber so an sich, ja, den meisten Spielern kann man das vermitteln, und das macht es mir als Trainer halt auch wesentlich leichter. Und ich weiß dann als Trainer, dass ich es geschafft habe, in Anführungszeichen, wenn dann halt wirklich diese 13- oder 14-Jährigen zu mir kommen und mir dann Fragen stellen im Training, hey, ist das besser geworden? Schau doch mal auf das. Und dann weißt du, okay, ja, die trainieren jetzt und du bist in der Unterstützerrolle. Und das ist ja auch, glaube ich, so dieser wichtige, gerade so eine Phase der Pubertät und kurz darauf, dieser Übergang von der Trainer ist wie ein Lehrer, so wird es gemacht, zu, okay, wir arbeiten gemeinsam.